So, weiter geht's mit dem unglaublichen Display. Schauen wir doch mal, was wir hier noch bekommen. Der Hunter. Und, ups. Hä? Warum habe ich jetzt schon wieder eine zweite Flipkarte und ich habe wieder eine Mythic? Was ist hier eigentlich los? Ich habe wieder zwei Flipkarten und ich weiß nicht warum. Die nächste Mythic. Startled Awake für 4 Mana. Mild ein Gegner 13 Karten für 5 Mana. Bringen wir das vom Friedhof transformierten Spiel zurück. Und das können wir nur machen, wenn wir Sorcery machen, casten können. So, dann hat es Skulk und wenn es einem Spieler Schaden macht, dann bringen wir es auf die Hand zurück und dann können wir wieder millen. Im Limited geht es wirklich sogar, da können wir jemanden millen. Wenn wir das zweimal durchkriegen, millt der Gegner 26 Karten plus 7 Handkarten 33 und genauso dann in Turn 7, 8 ist er dann auch tot. Wunderbar, nächste Mythic, unglaublich. Mythic Nummer 8. So, und wir ziehen nochmal einen Blob. Ein Blob. Blob, Blob, Blob. So, der Forge Master und nochmal ein Tireless Tracker und eine Foil Flipkarte. Übrigens ist es möglich, sogar 3 Planeswalker aufzumachen. Ihr könnt zum Beispiel Sorin im normalen Wrestler aufmachen. Ihr könnt einen Flipwalker Alincor zum Beispiel, also im Flip-Karten-Slot, im Double-Face-Karten-Slot aufmachen und dann noch als Foil-Karte. Also wenn es jemand aufmacht, Respekt. Tireless Tracker nochmal. So, hier die Foil. 8 Mythics, ich werde nicht mehr. So, der Human Rogue. Cardiage und nochmal ein Direcraft Colossus. Jetzt haben wir so ein großes Set und 10 so viele Rares doppelt. So. Ja, die ziehe ich irgendwo wohl gern, die Asonists. Und noch ein Always Watching für 3 Mana Enchantment. Non-Token-Kreaturen von uns +1/+1 zum Challenge. Stark, stark, stark auf jeden Fall. Alle Kreaturen und Vigilance. Anna of the Pure für 2 Mana +1/+1 und ja, kostet eins weniger, aber wir kriegen hier noch Vigilance dazu. Auf jeden Fall auch sehr nett. So. Und Gossipmonger, Blade, Prophet, Eggs und ein, den Bischof, den ich beim Limited hatte, beim Sealed hatte. Gute Karte fürs Limited, sehr starke Karte. So, wir nähern uns den letzten Boostern aus diesem Display. Ein Geist, nochmal das Pferdchen und ein Rattle Chains. Für 2 Mana 2/1 Flying Flash. Wenn ein Spiel kommt, kriegt ein Spirit Hexproof bis End of Turn. Und wir können Spirits casten, als ob sie flashen. Nette Karte. So. Zack, zack, zack. Nochmal der Logger. Ups, schmeiß schon die Karten hier weg. Odrik. Odrik. Auch eine nette Karte auf jeden Fall fürs Limited. Und nochmal eine voll. Stitchwing Scarp. Yay. So, der Stranger. Und, okay. Also irgendwie, wenn man eine Rare oder eine Mythic hat, als Flipkarte, dann gibt es nochmal eine zusätzliche Flipkarte. Egal, ich kann es nicht genau erklären, warum, aber auf jeden Fall, es ist so. So, nochmal der Reach Bandit. Und nochmal ein Corrupted Craftstone. Das hatten wir noch nicht. Kommt getappt ins Spiel für 2 Mana. Für Tappen wählen wir eine Karte. Choose a Color. Also wählen wir eine Farbe von einer Karte in unserem Friedhof. Und dann kriegen wir ein Mana von dieser Farbe dazu. Langsam tut mein Rücken weh vom ständigen Runterbücken zur Kamera. Ein Village Messenger. So, vielleicht nochmal eine Mythic. Oh, nochmal die Phobie. Und ein Murderous Compulsion. Drei Booster. 8 Mythics. Der Hunter. Und ein
Nephalia Moon oder Nephalia Moonstrike für 7 Mana 5/5, wenn dein Spiel kommt, kriegt eine Kreatur Flying bis End of Turn für 6 Mana und den von unserem Friedhof exilen kriegen Kreaturen, die wir kontrollieren, Flying bis End of Turn. Limited? Ja. So. Pacifist. Und nochmal der Bouncer. Oh, da hatten wir noch ein Emblem. Arlincourt-Emblem. So, das letzte. Halt noch mal vorauf. Nicht, dass ihr denkt, ich würde ihn scheißen oder irgendwas. So, nochmal ein Gargoyle. Und die letzte Rare Mythic wird ein. Whoops. Geil. Geil. Warte mal. Ach, 9-9 Mythic, Cicada. Für 5 Mana 4-5 Flying. Wir und Humans, die wir kontrollieren, haben Hexproof. Nicht sich selbst. Für 2 Mana und eine Karte vom Friedhof Exxon kriegen wir einen 1-1 weißen Human Soldier Kreaturenspielschein ins Spiel. Also, unglaublich. So. Ja, hier war jetzt nicht so der große Wert dabei, aber insgesamt das Display Mörder. Moondrakes, nochmal die Phobie, Craftstone, Bandit, Odrik, der Bischof, der Kolossus, der Tracker, Blob, Awake und Cicada. Gerade nochmal die Mythics. Dieses Wort, ehrlich. Suche jetzt gerade nochmal schnell die Karten raus. Die Senate waren. So. Zuallererst nochmal die Rares vom ganzen Display. Declaration in Stone. Dann die Ruins. Game Trail. Der Sin Brother. Thing in the Eyes. Mythic Nummer 1, Masterpiece. Mythic Nummer 2, Masterpiece. Mythic Nummer 3, Demon. Nummer 4, das Awake. Nummer 5, Cicada. Nummer 6, Olivia. Nummer 7, Sorin. Nummer 8, das Monster. Nummer 9, Olivia. Unglaublich. Was ein Display. 9 Mythics. Okay, ich glaube, ich reiße nie wieder was auf. Ich habe mein Glück aufgebraucht. Dann würde ich doch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Vielen Dank an den MTG-Discount. Vielleicht habt ihr auch so viel Glück, könnt gerne eure Puls als Kommentar posten. Würde ich auch sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Und bis dahin, ciao!